Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Ich bin wieder hier auf der Isla Panic und habe ein bisschen gewartet, dass ein bisschen Geld reinfließt. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt den hier widmen. Ich werde, um die Wahrheit zu sagen, die Brutkapazität deutlich erhöhen, dass wir hier genügend Brut haben. Ich meine, mit 85% Brut ist ja bei allen nicht wirklich das Problem, nehme ich mal stark an. So. Gut. Galilimus und dann Crassosaurus war es. Crassosaurus. Da können wir halt gerade nur einen machen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir haben hier 87%. Also bitte. Übertreibt es nicht. Waren wir denn die Galilimus? Da. Ja, ist auch ein bisschen. Bin auch am Überlegen. Ja, gut, das ist ein schwerer Stahlzaun, oder? Den Zaun zu ersetzen. Ne? Einfach, um sicher zu gehen, dass die wirklich drin bleiben. Okay. Aber ich warte, bis zumindest die Galilimus fertig sind erstmal. Garantiert brauchen die dann noch mehr zu fressen. Zwei. Gut, wenn ich sie jetzt schon frei. Ja gut. Ach so, wir können ja auch. Wenn, ich glaube, das Geld wird nicht reichen, ne? Ein Brachiosaurus Fossil beschaffen, ne? Sollte ja nicht das Problem sein. Aber ja, das reicht vermutlich Geld nicht. Natürlich gibt es jetzt hier Wesen. Da. 90.000 kostet das. Da haben wir ein bisschen zu wenig Geld. Gut. Galilimus sind auch, sagen wir es mal so, sind Lever, Langhälse die beliebtesten Pflanzenfresser, glaube ich, kann man sagen. Kann man das sagen? Ich glaube ja. Gehege. Wir müssen halt, wie gesagt, erstmal hier die Ersetzung machen. Wie geht es euch? Habt ihr genug zu futtern? Die sahen im Film irgendwie brauner aus.
natürlich jetzt auch nur an mir liegen, dass ich das so empfinde. Dass es immer ausgeht, dass ich es ja ersetze. Irgendwie. Ah ja, kann ich. Gut. Ah. Ja, den anderen lassen wir dann auch gleich frei, sobald wir den zweiten haben. Und dann mache ich auch erstmal noch Futterstationen hin, bevor wir uns um die Fleischfresser kümmern. Auf jeden Fall kriegen wir relativ schnell Geld. Das muss man schon sagen. Das springt immer relativ schnell hoch. Ich bin ja aber nicht doof. Ich kann nichts machen. Ich bin doch doof. Na gut, dann verbessern wir weiter die Gehege. Tun wir einfach so, als wäre kein Sturm. Hey, man muss auch arbeiten, wenn das Wetter nicht mitspielt. Gut. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während unserer unüblichen Ereignisse entstanden sind. Unüblich. Also sagen wir es mal so, wenn das Wetter nur schlecht ist, dann kann man es ja noch verzeihen. Okay. Gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall das zweite Scherer-Geduld da ausbluten. Oder jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir ein bisschen Geld haben. Ah gut, wir können ja auch. Naja, also stimmt ja, deswegen habe ich es ja gemacht, ja, okay. Wie gesagt, noch eine zweite Futterstation müssen wir eigentlich aber auch hinsetzen. Selbst dafür bin ich genug Geld. Toll.
So, und jetzt warten wir darauf, dass wir jeden anderen Dino machen können. Und den Deinonychus tun wir mal modifizieren, weil das tut ja nur die Lebenserwartung senken. Lebensfähigkeit minus 5, der ist überhaupt nicht lebensfähig. Okay, so. Jetzt haben wir den wieder auf 89% gesetzt. Ich glaube ehrlich gesagt, die beiden trenne ich auch voneinander. Ich weiß genau, wie ich das mache. Und dazu auch noch ein bisschen Geld verdienen. Wenn auch etwas traurig, ich verkaufe den T-Rex. Da ich das Gehege brauche. Und ich will nicht, dass der T-Rex den Dino frisst. Dafür gibt es andere Dinos. Dafür kommt ein neuer Fleischfresser dazu. Könnt ihr auch gucken, ob ich vielleicht, obwohl, wenn ich die Gyrosphäre mache und sie da durchmache, dann wird die Dinosaurier-Sichtbarkeit ja wesentlich höher. Na gut, jetzt die Gyrosphäre zu machen, können wir uns nicht leisten. Gut. Wie gesagt, T-Rex, sorry, aber du musst weichen. Ist nicht böse gemeint wegen dem T-Rex, aber ja, das Gelände brauchen wir für was anderes. Müssen wir aber dann gleich genügend Geld haben, um den dann zu erschaffen, wenn der T-Rex verkauft ist. Der bringt ja ein bisschen was ein. Ist da auch ein Vorteil. So. Hoffen wir einfach mal, dass das ohne Probleme funktioniert. Da mache ich es so. Jetzt müsste eigentlich die Erfolgschance, dass der schlüpft, bei 100% liegen. Ja, plus 20 sind 109%. Nee, nicht modifizieren, ich will. Achso, den kann ich doch gar nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Beim Großen? Das ist wahrscheinlich auch nicht. Der kostet sogar noch mehr. Da müssen wir kurz warten. Gib mir mal die Info. Appetit 41, Stoffwechsel 2,17, kleiner Fleischfresser. Soziale Gruppe 3 bis 8, das heißt, ich müsste eigentlich 3 bis 8 Viecher davon erschaffen, dass die mir nicht. Okay, das wird's. Okay, ich verstehe schon. Danke. Ich gebe mir Mühe. Gewinn probiert. Ja.
dass die Leute nicht zufrieden sind, ist mir schon klar. Ja. Oh weia. Toll, jetzt gehe ich in die Mies, ne? Weil ich warten muss, bis der Dino schlüpft. Ja, wenigstens habe ich noch 100% Aussicht, dass der Dino schlüpft. Ich kann gerade nichts dagegen tun. Gut, ich hätte vielleicht zuerst ein anderes Dino ins andere Gehege stecken sollen, den T-Rex hier lassen sollen. Ich glaube, das wäre intelligenter gewesen. So darüber nachgedacht. Ja. Mein Fehler. Hilft nur eins, wir müssen ein paar Sachen abreißen. Das ist alles wichtig, das ist alles wichtig. Ja, das ist alles andere ist wichtig, das brauchen wir. Geht nicht anders da. Eigentlich sollte das Minus jetzt nicht mehr so stark sein. Wir haben jetzt zwei Gebäude abgerissen, die sowohl Strom als auch Personal kosten. Gehe ich jetzt hoch oder runter? Ich weiß es nicht. 1079. Ich glaube, ich gehe runter. Ja, aber nicht mehr so viel wie vorher. Glaube ich. So. Bitte sag mir, dass das übrigens der richtige Dino ist, weil ich habe echt Probleme, die Namen zu lesen. Ja, das ist der richtige. Och nee, nicht jetzt eine Krankheit. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Nicht bei den Galilimus. Na gut, ich habe ja Gott sei Dank sehr viel erforscht. Ich glaube, das war auch eine gute Idee, da das zu erforschen. Ja. Ich weiß, der wird sich hundertprozentig am Anfang einzapfen, aber ich brauche jetzt erstmal wieder ein Fleischwasser. Ansonsten laufen wir die Kunden zu stark weg. Ja gut, er ist doch geborgen, aber er fühlt sich halt einsam. Ja.
löst zuerst das danach auf. So. Was übrigens eine sehr gute Idee war, da ja. Futterstation zu teuer. Ernsthaft. Bitte sag mir, dass ich ins Plus jetzt wieder gehe, nicht ins Minus. Was? Okay, ich gehe sehr stark ins Minus. Was für ein Problem haben die dann? Auslastung, Verlust. Boah. Sind mit dem Park nicht so ganz zufrieden. Was? Ja, ihr habt halt nichts da. Das Problem, ich kann auch nichts machen. Ihr geht mir immer weiter ins Minus. Was soll ich machen, wenn ich kein Geld kriege? Ihr seid so lustig. Ich kann nichts für die Dinosaurier-Sichtbarkeit oder so machen. Ich kann auch euch nichts holen. Ich kann nur sehen, wie ich immer weiter ins Minus gehe. Sein Gebäude verkauft. Ne? Okay, momentan brauchen wir keine Expedition. Und diesbezüglich auch keine das ist nicht. Menschenstation auf jeden Fall. Und diesbezüglich auch kein Fossilienzentrum. Bevor wir zu stark ins Minus kommen. Oh, ich kann den immer noch nicht machen. Bitte sag mir, dass ich jetzt ein bisschen mehr ins Plus komme. Dann muss ich gleich einfach nachgucken. Immer noch 250.000 ins Minus. Was soll ich machen? Ich brauche Gebäude für die. Denken, dass die Parkgäste zufriedener werden. Hilft ja alles nichts. Auf jeden Fall ein Fastfood-Restaurant. Das wollen die ja unbedingt. Ah, nur das Nötigste kriegen die jetzt erstmal. Keine Schnick-Schnack-Schnuck. Normales Restaurant. Und eine Toilettenanlage. Da können wir nur hoffen, dass es nicht extrem wird. Das war ein echter Fehler, den T-Rex zu verkaufen. Ich weiß, es ist jetzt so zu spät, aber wie viel wird ein T-Rex kosten in der Herstellung? Ein T-Rex kostet ein paar Millionen. Das, gerade mal, das könnte ich machen. Okay, die Gästezahlen gehen wieder etwas höher. Oh, jetzt machen wir wieder Gewinn. Oh Gott sei Dank. Jetzt machen wir wieder Gewinn. Puh. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Danke, ich hasse diesen Kerl einfach. Wie geht's dir da noch nicht, Schuss? Da mache ich mir halt richtig große Sorgen. Ja, die Geborgenheit ist bei gerade 75%, der fühlt sich einfach ein. Ich brauche einen zweiten.
Der hilft nichts. Ich bin doch nicht verrückt. Und es fehlt auch nicht mehr viel, bis wir den machen können. Ja, ich brauche sogar noch einen weiteren. Ich brauche zwei. Wie sieht es bei dem aus? 1 bis 2, okay. Ja, er greift aber die Wand an. Anstatt dass der... Okay. Bevor der mir da noch ausbricht. Ja, ich weiß. Soundeffekt. Der ist ausgebrochen. Das war mir so klar. Ach Gott, jetzt beweg dich doch. So, Aufgabe hinzufügen. So. War mir aber wie gesagt sowas von klar. Forschungszentrum ACU, wo ist die Ranger Base? Die habe ich jetzt nicht weggemacht. So blöd bin, weiß ich, dass ich nicht bin. Mittleres Kraftwerk, wo ist die Ranger Station? Ranger Station. Gut, der ist jetzt erstmal eingeschlafen, das bedeutet, es gibt keine Gefahr mehr. Ich muss doch gucken, dass ich rechtzeitig den anderen Dino fertig kriege. Da sind sie zumindest zu zweit, ich glaube, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ah, es geht wieder entspannt ins Leben, das ist echt. Toll! Wo ist der Dino? Der liegt dort. Gott, hab doch keine Angst, der greift dich an. Noch schläft er. Na, jetzt gehen wir wieder ins Plus. Die haben alle Schiss, weil da ein Dinosaurier rumliegt. Gut. Da kann ich den langsam wieder zurück tun. Ich hoffe inständig, der bricht mir nicht gleich wieder aus. Nur weil ich dann nur keine 3 oder 2 habe. Erst wenn das so übers Gehege schwebt.
tue ich denn dazu? Ich kann doch den Kopf schütteln bei sowas. Wie die gerade reagieren. Wird eigentlich nur noch ein Dinosaurier, aber Fleischfresser machen halt eben Ärger. Vor allem die Kleinen, die im Rudel arbeiten. Das ist wie beim Velociraptor. Ich hör's. So. Was macht man, wenn man einen Deinonychus nicht unter Kontrolle hat? Man macht einen zweiten. Sie ja, also. Wissen, wie man Probleme löst. Es ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Holen wir uns ein Brachiofossil. Ach so, geht ja gerade gar nicht mehr. Scheiße, da kann ich die Mission eigentlich auch beenden. Abrechnen. So, dann kann ich. Weil das mit dem Brachio kriege ich hin, einen freizulassen mit einer Wertung von 91. Den habe ich ja schon modifiziert diesbezüglich. Lebensfähig auf 76%. Gut, aber jetzt müssen wir eigentlich von dem Ding her auch die anderen Sachen nicht mehr machen. Ne? Da machen wir lieber Erfolgsquotient zweimal rein. Ach, jetzt hauen die da schon wieder gegen das Teil. Hä? Warum denn das? Was fehlt euch denn? Ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, das mach ich. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass die das jetzt da hinten auch machen. Ihr seid zu zweit. Was für Probleme habt ihr? Ich betrapp die jetzt einfach alle, bis ich genügt habe. So, erstmal die Rangerstadt. Ne, halt zuerst mal alles betäuben. Kleines Kraftwerk. Wo ist jetzt wieder das Ding? Oh. Auftrag hinzufügen. Ach, Mensch, das sollte. Ich betäub einfach alles jetzt, mir reicht's. Es war ein riesengroßer Fehler, den T-Rex zu verkaufen. Ich will sogar überlegen, die Insel zu resetten. Das hat ja aber überhaupt nicht funktioniert. Es ist lustig, dass der T-Rex leichter zu bändigen war als die. So. Das ist die Rangerstadt, ja.
Ja, was hast du jetzt? Ich will, dass du das reparierst. Reparaturanfrage bestätigt. Bestätige Aufgabe. Alles, was in irgendeiner Form Probleme macht, das ist gerade wieder mal furchtbar. Also wir müssen doch auf jeden Fall ein drittes von den Tierchen hier herstellen. Von denen da. Und ich brauche noch einen dritten Deinolichus. Dann haben wir vielleicht endlich... natürlich habe ich nicht genug Gold. Ich jetzt plus eigentlich ist mir das. Ja gut, sobald die alle betäubt sind, wird das nicht das Problem sein. Ja, ich gehe ins Minus, scheiße. Gut, die Leute kann ich rauslassen. Ne? So. Das wird mir jetzt zu blöd. Gut. Jetzt geht's wieder ins Plus. Gott, dauert das ewig. Ich meine, mit wir haben. Ja, Ding daher. Na, ach Gott, ist das furchtbar teilweise mit der Steuerung hier. Wird das erst mit dem letzten Fleisch sein? Ja gut, der wird glaube ich gar nicht mal so ein großes Problem. Das heißt, hier will ich echt darüber überlegen, jetzt einfach mal abzuwarten und den erstmal zu züchten. Wenn mir dann jetzt einer abkratzt, meine Gott, das wäre jetzt auch zu blöd. Ich brauche erstmal eine Attraktion, um wieder Geld reinzubringen, richtig? Ja, in dem Moment muss die Futterstation aufgefüllt werden. Ja, ich werde jetzt erstmal... Auch wenn ich jetzt garantiert jetzt nichts machen kann. Bestätige Anfrage für Reparaturtruck. Aha. Nee, es geht wieder ins Minus, glaube ich. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Nein, 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 ich wollte ihn nicht annehmen. Das Problem ist, ich berichte mir dann schon so wieder aus. So, okay, zumindest, was bist du? Du bist einer von denen, du kannst also da rein, du kannst da rein, du bist ein Dilo. Ja, wie die alle hier durchdrehen, die zwei.
Und der arme Galilimos hat es ja auch erwischt. So. Gott sei Dank werde ich dadurch, wird das besser. Produkt unterwegs. Ne, dadurch haben wir die, glaube ich, soziale Absubstanz. Das heißt, was ein Problem ist, sind die doofen Dinge. Ich glaube, ich werde die einschläfern dann gleich wieder. Wehe, die sagen jetzt wieder, dass sie einsam sind. Oh, du bist hungrig. Das ist eklig. Das Problem ist, die Futterreserve ist leer. Ach. Wobei, ihr habt ja noch ein paar Dinger. Also, ein bisschen läuft noch was rum. Also. Das Wichtigste ist, dass wir die Fleischreserve auffüllen dann gleich. Ranger. Ach, was für ein Problem hast du jetzt schon wieder? Okay, jetzt reicht's mir. Ich betäub euch und ihr bleibt betäubt, bis ich ein drittes habe. Mit. Da läuft da jetzt gerade noch ein Galilimos rum. Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Aber mit euch beiden reicht es mir jetzt einfach. Ihr seid unglaublich nervig. Ist der Galilimos jetzt ernsthaft? Na ja, gut, nicht ganz Galilimos, was anderes. Wisst ihr, was ich improvisiere jetzt? Die Leute wollen nicht, dass sie nicht im Gehege sind. Gut, ich baue ein Gehege.
ist echt ungünstig. Naja, war ein Versuch wert. So, es wäre jetzt gerade völlig egal, dass wir extrem ins Minus gehen. Ernsthaft schon wieder? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, ist einfach. Oh, wer geht doch ganz schön schnell ins Plus. Und gut, den können wir ja schon transportieren. Ah, da. So. Ja, ich kann es hier gerade nicht reparieren, leider. Ah gut, hier ist auch noch nichts. Okay. Meine Güte. Das müssen wir warten. Das können wir wieder mal nichts anderes tun als warten. Na toll. Uff, wieder wie durch Steine weggeschleudert wird. Wenn wir jetzt die Deinonychus abkratzen, ist mir das sowas von egal. Okay, wie 5000 glaube ich kostet deiner, oder? Na gut, 446.000. Oh, wir haben bald die Hälfte aller Dinospezies.
Na, jetzt sind wir wenigstens wieder mal im Plus. Ich kann gerade nichts tun, außer warten, bis genug Geld da ist, um den dritten zu machen. Und dann wird erst... Hier in den Parks gibt es so viel zu tun, dass man manchmal überfordert sein kann. Versuchen Sie, einen Rhythmus zu finden. Forschung und Expeditionen, Fossilienextraktionen, neue Attraktionen, Besucher mit neuen Dinosauriern und Attraktionen unterhalten, den Park sicher halten. Es ist wie mit dem Balancieren von Tellern. Aber lassen Sie bloß keinen Fall. Zugegeben, manchmal bringt auch richtig blöde, lustige Sprüche. Ich geb's ja zu. Bald haben wir schon das erste Fünftel, kann man sagen. Ich rechne jetzt mal mit 500.000. 500.000 ist, glaube ich, ein sehr guter Wert hochgerundet. Wenigstens geht's aufwärts. Das ist das einzig Positive. Ich könnte es euch natürlich jetzt schneiden, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe darauf überhaupt keinen Bock und ich muss auch ganz viele andere Sachen noch aufnehmen und bearbeiten. Und das Schneiden würde einfach viel zu viel Zeit von der Bearbeitung her kosten. Das Video muss bis nächste Woche fertig sein. Dafür machen wir wieder ein bisschen länger. Da wird es wieder so ein 2-3 Stunden Part, Leute. Ich bleib lieber in dem Bildschirm, bevor ich jetzt frage, wieso passiert nichts, weil ich sonst wieder zu viel Geld ausgebe. Bleiben wir so lange hier in dem Bildschirm, bis wir die 446.000 US-Dollar zusammen haben. Das ist ja lustig, dass es so eine gute Zahl ist. Wie gesagt, wir hätten den T-Rex behalten sollen. Oh, das war der größte Fehler. Hätte er in den einen kleinen Gehege zuerst die großen machen sollen und dann hätte ich eine Ersatzattraktion gehabt für den T-Rex. Und garantiert kommt da noch die Zusatzmission, alle besser sieht die Dinosaurierbewertung mir gestern anzulocken. Ja, ist ja schon klar. Eins nach dem anderen. Damit wir haben es ja gleich. Wir haben gleich schon mal die vorderste Zahl.
geil, wie hier das Plus gerechnet wird eigentlich. Aha, es fehlen noch knapp 45.000. Bis jetzt, was das heutige Ziel ist, ja diese Mission abzuschließen. Ich werde diesen Part mit irgendwas mit blöder Dein noch nicht Schuss nennen oder so ähnlich. Endlich. Gut. Okay, und sobald der auf 100% ist, gucken wir mal, wie ist es von anderen beiden. Na gut, ich kann ja mal gucken. Ne? Ja, die Gesundheit ist bei beiden. Ne? Klopf, klopf. Wer ist da? Neuer Auftrag. Das war's auch schon. Oh Gott, der Witz ist furchtbar. Ja gut, sobald die wieder eingesperrt sind, werden die Gästezahlen wieder steigen. Ich bin ziemlich sicher. So. Ah, so kann ich rotieren. So kann ich in die andere Richtung rotieren. Das war nochmal H. Keine Ahnung. Also er ist die Ranger-Station. BSD, kann man die Kamera bewegen? So. Mit C kommt man ist Central, nehme ich an. Also C ist Central, okay. M ist Map. T ist ACU. Wie kommt man darauf, dass T ACU ist? Keine Ahnung. Okay. Ich muss sie da jetzt reintun. Das wird mir sonst zu risky. Das Rudel besteht halt aus drei Tieren, das ist halt nun mal so. Gott, der 52%. Ja, das mit Brachiosaurus machen wir weg, das bringt nichts. Bin damit jetzt zu beschäftigt, auf unsere eigene Mission zu achten. Weil das mit der Gesundheit, das wird mir zu kritisch jetzt. Ich muss gucken, dass du überlegst. Ich habe Angst, wenn einer von denen stirbt, dass mir da die Mission komplett am Pappenflöten kommt. Gerade noch gefehlt. Okay. Halt. Ranger Station. Aufgabe erhalten.
So. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müssen jetzt alle drei warum greifst du jetzt schon wieder an? Oh, super. Was für Probleme habt ihr eigentlich? Ich check auch jetzt nicht so ganz, was das Soziale ist. Ist euch das Gehege zu klein oder so? Ranger Station, nein, das ist es. Ah ne, halt T war es ja. So. Auch einfach, damit man den... Ja, der stirbt, das ist mir... Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein kann. Nein, gerade nicht. Okay. Oh, Rufbelohnung. Schön. Ist er immer noch krank? Nee. Doch, ist er, aber er wird gerade behandelt. Okay. Was? Und da hat es berichtet von Meinungsverschiedenheit ihrer Mitarbeiter. Ein Insight hat alle Tore auf der Insel geöffnet. Nicht ihr Ernst. Willst du mich verkackeiern? Moment. Ich war das doch mal Ranger. Toll! Jetzt haut er mir ab. Muss ich die wieder alle bedeuten? Oh, MCU. Bestätige Aufgabe. Bestätigt. Ich
Das hat mir gerade noch gefehlt. Milch des Weltraumgegels befahren. Kann manuell geöffnet oder geschlossen werden. Ja. Achso. Es schließt sich wieder in 12 Sekunden. Okay. Ach du Scheiße. Betäubt ihn. Betäubt sie. War doch die anderen. Das kam jetzt ehrlich gesagt zu einer unglaublich ungünstigen Angelegenheit. So. Gut, jetzt haben wir auch genug Geld, um noch was zu reparieren durch die Stürme, ja. Kommt auf die Liste. Bestätige Aufgabe. Regel weitere Aufgabe fest. Gott, die werden mir halt. Gut. So, dann im Gehege. Ja, Großfleisch. Zwei, machen wir mal zwei. Ah, ne, machen wir eine Großfleischfresser. Ding. Was ist denn jetzt schon wieder? Geborgenheit. Du kannst jetzt aber nicht den Zaun an, oder? Ah ne, du frisst, alles klar. Okay, du frisst. Dass der das schnell da erledigt, weil sonst dauert das ewig. Gut. Und unsere Parkbewertung geht auch wieder hoch. Oh, meine Güte. Was für ein kranker Mist heute wieder mal. Vielleicht wird es auch übrigens mal Zeit, das Expeditionszentrum wieder zu öffnen. Wobei, das machen wir am besten, wenn wir die Mission fertig haben.
kann durchaus sein, dass er sogar mit dem hier die drei Sterne vollkriegen und Isla Nublar Sorgner freischalten. Nublar haben wir ja schon. Ist ja vollständig leer. Obwohl, ich habe gar keine Dinger. Verdammt, das heißt, er kann zu 9% auch daneben gehen. Wäre natürlich nicht schön. Habe ich gar nicht gedacht. Mist. Na komm schon, ich will endlich da ein Häkchen hinter der gesamten Geschichte endlich setzen. Na also, die das auch ja freilassen. Den haben wir ja noch nicht gesehen, also schauen wir uns das mal an. Ach, der ist ja viel kleiner als ich dachte. Okay, dass alle Fleischfresser zusammen untergebracht sind. Wie bitte? Ist der wahnsinnig? Na gut, wenn... Diese Gelegenheit ist es so gut, um sie sich entgehen zu lassen. Also nein. Seid ihr des Wahnsinns? Aber gut, wenn ihr das unbedingt wollt... Garantiert hat es sehr sicher, dass alle Flaschenfässer auch untergebracht sind, sichert, dass die Flaschenfässer und Flaschenfässer getrennt untergebracht sind, stellt sicher, dass jeder Dinosaurier auch hier in einem sicheren Gehege untergebracht bleibt. Okay. Dann aber auf jeden Fall kann ich das eine da wegmachen. Das ist ja jetzt mal dreist. Einfach mal so vorauszusetzen, dass alle in einem Gehege sind. Ja gut, Fleisch- und Pflanzenfresser getrennt. Ja, aber trotzdem. Ich halte das für kritisch. Ich weiß ja nicht, ob die sich vertragen. Und für kleine Fleischfresser noch was. So, dafür gibt es aber dann noch eine. Wollte ich sagen, Bestattungsturm. Ein Türmchen zum Schauen. Gut.
Gut, er ist ja nicht groß, insofern. Solange ich genug Futter habe. Bleibt eigentlich der Heli. Ach, da kommt er schon. So, und jetzt sollte alles in Ordnung sein. Wenn das keine Katastrophe ist, dann ist es fast eine. Unter den Dinos breitet sich eine Krankheit aus. Wir müssen die Sache in den Griff bekommen. Muss ich Sie daran erinnern, welche Investitionen Sie mit dieser Krankheit aufs Spiel setzen? Ich hasse Sie, Dr. Wu. So. Ziel der Aufgabe hinzu. Kein Problem. Für eine Sekunde dachte ich, das Spiel ist gefroren. Und ich kann, wie gesagt, Dr. Wu überhaupt nicht ausstimmen mit seiner arroganten. Wissen Sie, welche Investitionen Sie auf den Weg Ding setzte? Die armen Dinos sind ja Lebewesen. Ich hasse Dr. Wu echt jetzt. Ich hoffe, er stirbt im letzten Jurassic World Teil. Sind wir eh nicht mal Lebewesen? Welche Krankheit ist das überhaupt? Keine Ahnung. Gut, dass ich es halt abgedatet habe, meine Ranger-Basis. Bestimmt passiert da jetzt sowas auch bei den Fleischfressern. Wir haben hier bald eine Epidemie. Die Krankheit greift um sich. Aha, jetzt haben also die Kleinen hier. Okay. So. Bestätigt. Einverstanden. Mit Afoproduktvirus. Aha, das ist auch der Virus, wo ich mir auch sicherheitshalber vorher untersucht habe. Weil der schon mal auf der Insel ausgebrochen ist. Und ich die Sache dann schlicht verkauft habe. So. Ja, das. Der da stimmt's. Ja. Na also, damit haben wir wohl die Mission geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, 2,5 Millionen. Tonteil ist nicht verfügbar. So schlimm das Ganze auch war, es ist überstanden. Die Krankheit konnte eingedämmt werden. Es gibt im Park keine Anzeichen mehr dafür. Gott sei Dank. Das Feuer ist aus, sagte die Frau mit dem Flammenwerfer. okay. Gut, Leute, das bedeutet, im nächsten Part werden wir uns damit beschäftigen, die Bedürfnisse von Isaac Claymont zu widmen.
ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Jurassic World Evolution. Ciao, Leute.